So, muss ich kurz überlegen. Die 4 sollte es sein. So, jetzt müssen wir nämlich zurückkehren. Ja, natürlich hänge ich hier wieder irgendwo an einem Bäumchen fest. So, warten wir hier mal ab. Na, das hat's doch gebracht. Da haben nicht viele überlebt. Ja, komm, ein kleines. Ja, kleines Wäfchen. Oh, bist du böse? Na, komm her. Erlöse dich. Zack, zack und zack. Bums. So, erledigt. So, die letzte Welle kommt. Möglichst weit genug wegstehen. Und dann schon mal Hermits Brille ist die 3. Und. So. Das ist unser Bruder. Jetzt haben wir aber ein Problemchen. Na, warte. Ich weiß, wo ich ihn hinlocken muss. Wir haben ja noch eine Falle. Ja, komm. Komm, mein kleines Wölfchen. Ja, komm. Darf dir ja auch keine verplätten, sonst haben wir ein arges Problem. Und ihn jetzt 4-mäßig runterzukriegen. Ja. Komm. Wo ist das dumme Ding? Hier muss doch irgendwo die Falle. Da ist er. Yeah! Wir haben es geschafft! Yes! This animal body. I know you're not the best looking fella to start with, but this time. You really got the short end of the stick. Ach, jetzt tu nicht so böse. I'm asking for your forgiveness. Forgiveness for everything. I know it's never been easy between us, especially the last few days. If I've learned anything after all we've been through, it's that we make a hell of a team again. I beg you, Jack, return to your body. It's in the convent in the village. Nun stell dich mal nicht so an, Jackie, und geh zurück. Ja, damit sollten wir es doch geschafft haben, ne? Ach, da hinten ist. Da hinten war irgendwas. Ein blaues Feuer. Boah, wahrscheinlich das, die Sperre gegen die Wisps. Die haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Wie viel Geld haben wir jetzt? Wie viel Geld? Oh! Oh! Das ist Kohle! Und egal was kommt, wir kaufen uns jetzt das neue Gewehr. The Three Keys! Okay, jetzt wird's bestimmt lustig. So! Ich bin echt gespannt, was jetzt kommt. Ich bin so gespannt, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Chapter 20. The Monster and the Prophets. Hey, Josephine. Or prophetess. You won't believe what happened with Jack. I. The invisible beast is looking for us. It's very close. It's coming. No fortress can resist it. We have to hide in the forest. Take you outside. But it must be 15 below and you're white as a sheet. The forest. The forest. That's our only hope. Okay. If you say so. Wunderbar. Boah, 6 Wellen. You will start upcoming night near the bed of branches. You made for your sister. Na, sehr nett.
Sehr nett, das Bett. Und dann sollen wir sie alle erledigen. Uiuiuiui. So, müssen wir mal gucken, wo starten wir denn hier genau? Wo war denn dieser Ort? Ah, da. Da starten wir. Egal, was Taco ist, ich will das Gewehr. Ich verkaufe auch gerne noch das andere dazu, damit wir mehr als genug Geld haben. So, hier, komm. Yo. Und das ist jetzt unsers. Muahahaha. Wird das schön oder wird das schön? Ich glaube, das wird sehr schön. Ein paar Bullets werden wir uns auch holen. Vielleicht auch noch mehr Krimsekrams. Wir werden es gleich sehen. Erstmal jetzt zurückgehen. Das Gewehr ausrüsten. Inventory. So, Skill Points. Was nehmen wir nochmal mit? Second Wind. Kill. After you kill an enemy in melee combat, you recover 50% of your stamina points. Ich glaube, das ist gut. In the melee combat, you heal for 4% of your maximum hit points. In addition, your maximum hit points increase by 25%. Auch nicht schlecht. Ja, was nehmen wir? Ich habe keine Ahnung, was auf uns da gleich zukommen wird. Baiting, ja, die Baits könnten wir auch mal. Ich weiß echt nicht, was ich für ein Skillpoint nehmen soll. Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, wir nehmen 4 Faktor, damit wir ein bisschen mehr Furcht auf unsere Gegner machen. Schönes Gewehr. Schönes Ding. Ein paar Tränke müssen wir uns dann auch noch holen. So, gucken wir mal durch. 6 Wisps. 2 von den Frostviechern. Ja, Windigo. Diese Windbeutel. Wow, das sind ein paar Wölfe. Ja, geil. Die rennen darüber, die rennen darüber. Okay. 3... Die 5 machen mir Sorgen, minimal zumindest. Boah, das wird echt ein harter Plan. Okay. Also. So, wir sind da. Die 2 sind ziemlich schnell da. Die 2 sind noch... Ich glaube fast, wir werden mal den beiden hier den Weg so ein bisschen verlängern. Damit wir sagen können, not with us. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du dadurch willst. So, das heißt, wir können... das natürlich nicht. So. Können uns erstmal hier um die beiden kümmern, klopfen dann die beiden weg. Und dann noch die. Und für den großen Notfall setzen wir uns einfach noch einen Wayside-Course hier mit hin. Müsste ausreichen, hoffe ich zumindest. So, du willst da entlang. Dass du hier bei meiner Sister rumrennst, finde ich nicht so knülle. Das kannst du glauben, oder beziehungsweise ihr beiden. Überlege gerade, wie machen wir das denn am besten mal? Ja, wenn ich von dort schnell dahin laufe, könnte es alles klappen. So, mit dem Ding sollten wir die beiden... relativ gut down kriegen. So, zack und zack. Ihr lauft da lang. Okay, Spike Trap. Passt du da hin? Passt du da hin? Hier irgendwo, da hin, da. Da passt du hin. Ich hoffe, dass der Köder ausreicht. Dass er da reingeht, frisst und die hinterherlaufen. Dann müssen wir dem nämlich höchstens noch ein bisschen was auf die Mütze geben. Bei 55 Points of Damage, naja, komm, dann hat er noch 5. Wir laufen hier in der Mitte rum, da gibt es welche auf die Mütze. Da träumen sie von. Und dann gleich machen wir hier auch nochmal. So,
Welle geplant. Nächste Welle. Mal ehrlich, mal ehrlich. Da brauchen wir noch nicht mal Köder für. Die Rennreihen sind tot. Die da sind aber schon wieder ein anderes Kaliber. Und das Kaliber wird's wahrscheinlich, wenn wir dann hier hochrennen dürfen. Je nachdem, wo wir dann uns verschanzt haben. Gucken wir mal. Aber hier kämpfen oder lieber auf freiem Feld. Ich glaube, ich laufe dann lieber echt hier hin. Setze hier noch Wayside Cross. Und auch mal so eine Fackel für den Notfall. Obwohl, es sind 6 Stück. Mal ganz ehrlich. Gegen 6 von denen ist das vielleicht schon besser. Okay, so, wo wollt ihr hin? So, Werwolf. Kann ich euch gut ködern? So, mal gucken, wo setzen wir die Kanone hin? So, da setzen wir sie hin. Und ich würde gerne dahin schießen. Dammit, wir haben keine Points mehr. No! Wenn ich jetzt das hier mal gucken, wenn ich das abreiße, gibt es auch nur Geld zurück. Das sind 6, das ist zu viel. Okay, ich hoffe, das geht jetzt nicht gleich tierisch ins Höschen. Okay, normalerweise nicht. Wir haben ja gesehen, es sind 3 Jungs. Das Problem ist, weil die unterschiedliche Laufzeiten haben, möchte ich den Köder da wissen. Dann sollte ich die nämlich erledigt haben. Muss dann hier kurz rüber und mich mit denen auseinandersetzen. Immerhin 3 Stück. Ja, so. Und last but not least. So, wie kriege ich euch denn ungefähr in meine Richtung? Oh, hier, da sollte es möglichst eng gehen. Ja. Ja, 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 ja. So, zack. Und zack. So, du läufst da lang, du läufst da entlang. Kann ich dir jetzt eigentlich noch sagen, lauf bitte den anderen Weg? Das ist jetzt aber auch so, da dicht machen. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt gleich hier noch dicht machen. Ja, komm. Lass, du läufst trotzdem da lang. Wieso läufst du trotzdem da lang? Du kannst doch hier noch rumlaufen. Komm, weg damit. Ja. So. Okay, jetzt kommt er dort rum. Und er auch. Das heißt, wir müssen uns dann hier begeben. Und uns mit 2 von der Sorte schlagen. Noch einmal. Okay. Merke, Welle 1. Eine nach den anderen bei die Kirche. Und hoffen, dass alles glatt läuft. Welle Nummer 2. Da müssen wir zum Baum hin. Welle Nummer 3 sollte nicht das Problem sein. Welle Nummer 4. Haben wir hier Verteidigung für. Wird wahrscheinlich eher das Problem. Und ich hoffe, dass uns jetzt nicht auch noch die Duftspur mit in die Quere kommt.
Welle Nummer 5 schießen wir ab. Und klopsen sie dann den Rest down. Kommt hoffentlich alles hin. Und Welle Nummer 6. Oh, das wird ein Gemetzel.